Der Eco-to-Friendly Day 2021 hat stattgefunden. Das ist nicht selbstverständlich. Wir sind randvoll mit komischen Corona-Themen. Die Festplatte ist neu programmiert worden. Aber was ganz wichtig ist, dass die Botschaften, wie zum Beispiel vom Eco-to-Friendly Day, eben nicht verloren gehen. Und zwar auch in so Zeiten, wie wir jetzt erlebt haben. Und das freut mich außerordentlich. Die Inhalte haben wir, glaube ich, heute können transportieren. Unglaublich spannende Lebensgeschichten, Messages, Erkenntnisse, wissenschaftliche Studien und so weiter haben wir können geniessen und erleben. Und jeder von uns hat sicher gewisse Erkenntnisse gehabt und auch gewisse Sachen neu erfahren. Und ich denke, das muss der Eco-to-Friendly Day sein. Er muss inspirierend sein, dass man in Bewegung bleibt, dass man vorwärts geht und dass man vor allem nachhaltig vorwärts geht. Mich hat es gefreut. Ich hoffe, es geht bald mal weiter mit dem Eco-to-Friendly Day, und zwar in physischer Form, wo man einander wieder treffen kann und zwischendrin auch ein kleines bisschen sich austauschen kann, weil Netzwerk und Socializen, das gehört einfach heute zu so einem Tag. Und ich bin mir sicher, der Eco-to-Friendly Day, obwohl das schon 10 Jahre ist, ist jetzt eigentlich erst am Start, weil ab jetzt werden die Lesungen angeboten. Ich bin heute hier in Luzern am Eco-to-Friendly-Anlass und es ist einerseits sehr schade, dass die Leute nicht hier sein konnten. Ich war in den letzten Jahren hier und es war einfach super, mit den Leuten zusammenzukommen. Was ich aber toll finde, ist, dass überhaupt der Anlass stattfinden konnte. Das ist eigentlich der Pionier-Spirit, dass man sagt, hey, komm, wir suchen einen Weg. Wir probieren die Leute einfach über eine Online-Konferenz zusammenzubringen. Und da bin ich mega dankbar, dass das schön stattfinden konnte. Und ich hoffe, dass es für alle eine Spannung war, die vor dem Bildschirm sich das angeschaut haben. Der Vorteil ist, man kann es auch zeitverzögert anschauen und man kann sich auch dann über die Themen austauschen. Also ich hoffe, dass es eine gute Sache war. Ich habe einen tollen Eindruck. Das ist meine erste Teilnahme am Eco-to-Friendly-Event. Leider und zum Glück ist das digital durchgeführt worden. Zum Glück, weil wir es umgesetzt haben. Ich finde das eine super Initiative aus der Wirtschaft, das Engagement von der Wirtschaft. Leider, weil ich den zweiten Nutzen von so einem Event, nämlich das Networking, natürlich nicht wahrnehmen konnte. Es hatte zwar interessante Referenten, wo es auch schon spannende Gespräche gegeben hat, auch schon Themen, die wir noch weiter werden verfolgen miteinander. Aber es hat halt das Publikum schon ein bisschen gefehlt. Wir sind uns das gewöhnt mittlerweile. Aber ich würde mich schon freuen auf das nächste Eco-to-Friendly, wo mit physischer Anwesenheit dann stattfinden wird. In dem Sinn ein Haufen interessante Referenten. Der Hannes Schmidt jetzt gerade am Schluss, eine unglaubliche Geschichte. Sehr engagierte Leute. Aber wichtig ist, dass lange nicht die paar Nasen, die heute dabei waren, sondern es braucht eben ein breites Publikum, eine breite Gruppe, die das nachher auch umsetzt, damit wir da richtig 2050 netto null vorwärts kommen. Liebe Eco-to-Friendly-Darsteller und Protagonisten, zuerst mal herzliches Dankeschön. Ich finde es super, dass ihr trotz Corona, trotz ganz verschiedenen Schwierigkeiten den Anlass durchgeführt haben. Ich denke, es ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit auch, dass man viele Ausreden könnte finden, dass man es eben nicht macht. Und ich kann mir vorstellen, dass all der Zusatzaufwand ist wirklich ein grosses Kompliment. Ich habe es super spannend gefunden, jetzt im kleinen, intimen Rahmen mit den Leuten können hier zusammenkommen im KKL. Es ist ein schöner Raum, es ist ein sehr ein angenehmes Ambiente da gewesen, hohe Wertschätzung, super professionelle Crew und auch sehr bereichernde Referate, die ich auch zuhören durfte. Ich habe eigentlich nichts erwartet und viel mehr bekommen. Und ich denke, ich finde es schön, dass wir unsere Botschaften dürfen auch hier online austragen. Es ist vielfach wird einfach geschafft und sehr viele kommen gar nicht dazu, überhaupt so eine wertschätzende Art können da zu erfahren. Und ich danke einfach nochmal für die Gelegenheit und ich hoffe, dass die Leute, die hier zuhören, irgendwie von der einen oder anderen etwas mitnehmen können, sei es Wissen, sei es aber auch Inspiration und sicher nach dem Referat vom Hannes muss ich ganz persönlich auch sagen, es gibt eigentlich noch viel, viel mehr zu machen. Und Menschen, die so bereit sind, so viel zu geben, ihr Leben zu opfern für andere, da kann man, glaube ich, einen Schneiden,
eine Scheibe abschneiden im ganzen Sinne. Von dem her danke für die Gelegenheit und für all das, was ich heute lernen durfte. Mein Fazit vom Eco2Friendly Day 2021 in Luzern. Ein faszinierender Anlass, faszinierende Rednerinnen und Redner zu ganz verschiedenen Themen. Eines, was sich durchzieht, ist Komplexität, Herausforderungen, Unsicherheiten in verschiedenen Themengebieten. Und die Komplexität, das, was wir in den letzten 18 Monaten alle erlebt haben, das kann im lähmen. Es kann zu Angst führen. Und jetzt kann man entweder behaupten, das gäbe es nicht, oder man kann die Angst versuchen zu überwinden und sagen, was können wir denn überhaupt machen? Das ist manchmal eine schwierige Diskussion. Das braucht Diskurs, Debatte. Den Diskurs müssen wir zulassen, dass wir als Gesellschaft sehen, wo geht es denn weiter? Aus den Fakten folgen nicht zwingend die gesellschaftlichen Entscheide und Handlungen. Aber wir haben extrem viele Möglichkeiten. Und wenn wir wollen, können wir die Handlungen weiterführen, die Visionen entwickeln, als Schweiz, als Gesellschaft. Und ich bin gespannt, was im nächsten Jahr alles passiert, wenn wir zurückgehen in eine normalere Welt. Und ich freue mich auf alles im nächsten Jahr. Wir haben in diesem Jahr, am Eco2Friendly Day 2021, neue Wege müssen beschreiten, aber das passt auch perfekt zu der Zeit. Die aktuelle Zeit zwingt uns, neue Wege zu beschreiten und das haben wir auch an dem heutigen Tag mit dem entsprechenden Referat gesehen. Einerseits natürlich der Vortrag von Hans Schmidt, Transformation. Man muss sich immer wieder transformieren in neue Situationen. Aber auch die Digitalisierung von Sani Grünenfeld hat aufgezeigt, in welcher Zeit das man lebt. Das schürt Ängste, wie der Daniele Ganser ausgeführt hat. Wir hatten ein breites Spektrum von verschiedenen Blickwinkeln, wo dann am Schluss geändert hat mit dem Arnold Gurto, mit der Leidenschaft. Und wir können nur etwas erreichen, wenn wir entsprechende Leidenschaft an den Tag legen. Und das versuchen wir auch mit der Organisation und der Durchführung des Eco2Friendly Day auch in 2 Jahren. Ich hoffe, Sie sind dann hier dabei, physisch vor Ort. Es würde mich freuen, Sie in 2 Jahren hier wieder zu sehen. Roger, was ist das Fazit vom heutigen Tag? Ja, das Fazit vom heutigen Tag ist, es ist ein einmal mehr sehr gelungener Eco2Friendly Day gewesen, mit unglaublich viel Neuem, wo wir haben dürfen hören. Es ist aber auch ein Tag gewesen, wo ich einmal mehr jetzt seit mehreren Monaten so das Publikum vermisst habe. Ich kann mir vorstellen, es ist an einem Hockeytrainer nicht viel anders gegangen, wenn er Playoffs spielt und ja, kein Publikum im Stadion ist. Das hat uns heute enorm gefehlt. Aber die Qualität der Referenten und natürlich auch das Gespräch, das Sven mit dir geführt hat, das hat... Das sollst du mir schmeicheln. Ja, das ist nicht nur schmeicheln. Nein, du weißt, ich sage ja manchmal auch, was ich denke. Das hat... geholfen, den Tag erfolgreich zu machen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich wirklich ganz, ganz fest auf den nächsten Eco2Friendly Day in 2 Jahren. Und wenn ich dürfte wählen, dann würde ich gerne das gleiche Setup, wie wir heute hatten, einfach Copy-Paste, aber dann im grossen Saal und mit dem Publikum zusammen gerade nochmal durchführen. Das wäre etwas vom Schönsten, glaube ich, von diesen vielen Eco2Friendly Days, die wir schon hatten, die jedes Mal ein Ereignis waren und wo aber auch jedes Mal wieder wie hast du gesagt, wenn du NHL geschaut hast, bist du so richtig geladen für die nächsten Schritte, die wir haben. Und ich glaube, wenn man auch zugelassen hat, der Referenten, hat man gehört, wir müssen vieles unternehmen. Und ich bin weiterhin überzeugt, auch unsere Branche hat das Heft in der Hand. Wir müssen es jetzt in die Hand nehmen und wir können ganz vieles miteinander erreichen. Und ich freue mich darauf. Es war keine Ahnung, was ich jetzt sagen muss. Ich wünsche euch alles. Weihnachten haben wir nicht vor der Tür. Was ist nächstes? Ostern ist auch ein schöner Sommer. Und vor allem im nächsten Mal wirklich Full House. Genau.